Hallo, herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute geht es um Weihnachten, denn wir behandeln heute den Weihnachtsbaum. Also Christmas Tree, der Weihnachtsbaum, das ist natürlich auch wieder nur eine Optionsstrategie. Es gibt da ja manchmal wirklich lustige Bezeichnungen. Und dieser Christmas Tree, also der Weihnachtsbaum, ist eine Weiterentwicklung der Ratio Spreads, über die wir ja kürzlich erst gesprochen haben. Und im Grunde genommen passiert bei diesem Christmas Tree eine ganz, ganz einfache Sache, nämlich dass einfach ein paar Optionen, die man verkauft, verschoben werden. Ich fange noch mal ganz kurz an, wie war das jetzt bei so einem Ratio Spread? Da haben wir ja gesagt, wir machen zum Beispiel, wir gehen Long, ich mache es jetzt mal wieder auf Calls, auch hier genau das gleiche Spiel, ihr könnt es mit Calls machen, ihr könnt es auf der Unterseite mit Puts machen. Ihr kauft beispielsweise einen Call und dann geht ihr Short, von mir aus, zwei Calls, die weiter out of the money sind. Ne? Also, was weiß ich, ihr kauft irgendwie hier den 90er und verkauft eben hier zweimal den 95er und es muss eben so gewählt werden, dass die Prämie, die ihr hier für den 95er bekommt, höher ist als das, was ihr hier ausgeht, sodass ihr insgesamt eine Prämieneinnahme habt. Das ist das eine. So, das war der Ratio Spread. Wie sieht das jetzt aus bei einem Christmas Tree? Da ist im Grunde genau gleich auf der Vorderseite, wir nehmen mal hier eine andere Farbe, und zwar auch da kauft ihr wieder den Call, zum Beispiel hier bei der 90. Jetzt geht ihr wieder Short einen Call, und zwar jetzt zum Beispiel einen auf der 95, plus ihr geht zum Beispiel nochmal ein oder zwei, sagen wir mal nochmal einen Short, nochmal so einen Call auf der 97. So, auch hier habt ihr also wieder mehr Optionen Short, als ihr Long habt. Und was ist jetzt der Unterschied zu dem? Wenn ihr euch erinnert, beim Ratio Spreads, da sah das Ganze so hier aus, wenn wir hier unser P&L-Diagramm haben, da sah das Ganze ja so aus. Ne? Hier die gekaufte Option, da die verkauften Optionen. Und jetzt bei diesem Christmas Tree, da wird natürlich die Prämie geringer sein. Ganz klar, wenn ihr weiter weg verkauft, die Prämie ist geringer, weil ihr jetzt nicht zwei 95er, sondern nur einen und noch einen 97er verkauft. Aber ihr macht damit Folgendes, also ihr bekommt ein bisschen weniger Prämie. So, dann geht das Ganze hoch und dann geht das aber noch so ein Stück hinter und geht dann erst runter. Und damit habt ihr im Grunde genommen eins, ihr verschiebt euren Break-Even, wo ihr ins Minus lauft, deutlich nach hinten, nämlich hier von der 95 auf die 97. Das heißt, da ist viel mehr Platz und ihr seht hier, dass ihr dann eine relativ große Fläche habt, wo ihr eben Prämie verdienen könnt, und zwar eine ganze Menge, nämlich zwischen 95 und 97. Und das ist der große Vorteil dieser Christmas Trees. Und wer jetzt zum Beispiel einen relativ konservativen Ansatz fährt und sagt, okay, ich habe hier ein Konto und ich möchte gar nicht viele Trades im Monat machen, ich suche mir einfach Märkte raus mit einer hohen Volatilität, weil Ratio Spreads, genau wie Christmas Trees, sind natürlich immer dann gut, wenn die Vola hoch ist, weil dann gibt es viel Prämie, weil wir verkaufen mehr als wir kaufen, das heißt, wir brauchen hohe Prämien, deswegen macht man sowas immer in einem Umfeld hoher Volatilität, nicht bei niedriger. So, und wenn du jetzt eben hergehst und sagst, okay, der Preis, also wenn man jetzt hier unten zum Beispiel sagt, okay, der Preis läuft irgendwie hier so, dann ist es ja so, dass du sagst, okay, du hast im Grunde jetzt hier so ein, bei dem Christmas Tree, der darf jetzt hier reinlaufen, ne? Bis in diese Zone hinein. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, als Konservativer, du setzt so ein Ding auf und die eignet sich auch sehr gut, weil du dann weniger adjustieren musst. Ne? Weil du einfach sagst, okay, selbst wenn der jetzt hier ranläuft, ist es kein Problem, weil du hast ja noch Platz bis hier. So. Und deswegen machen das ganz einfach sehr, sehr viele Händler, dass sie diese Christmas Trees aufsetzen. Das muss jetzt hier auch nicht im Verhältnis 1-1 sein. Das könnte jetzt auch genauso sein, dass man sagt, ich kaufe drei Calls, verkaufe nochmal drei an der Stelle und verkaufe hier nochmal zwei. Ja, also dass man auch da wieder ein bisschen spielt. Da kann man, wenn ihr euch das mal durchrechnet, geht einfach mal her und nehmt mal, was weiß ich jetzt, Crude Oil her oder Gold oder irgendetwas oder den S&P auf der Putzseite und rechnet mal, dass ihr vielleicht sagt, okay, ihr kauft hier
20er Deltas und verkauft dann, was darunter ist. Und da werdet ihr sehen, wie weit weg ihr dann vom Preis kommt, was ihr da wirklich hier für große Zelte im Grunde genommen aufbauen könnt. Und deswegen heißt das eben, manchmal, warum das Christmas Tree heißt. Egal, spielt eigentlich keine Rolle, warum es so heißt, es ist einfach so. Und das sind wirklich Strategien, wo man eben auch ein bisschen konservativer machen kann, weil natürlich auch hier ganz klar die Prämienhöhe viel geringer ist. Ne? Das heißt, wenn hier der Preis nicht reinläuft, dann wirst du natürlich eben auch weniger Prämie bekommen, als wenn du ein Ratio machst. Aber weniger Prämie ist prinzipiell immer schon mal konservativer. Und damit kannst du viele dieser Dinger, die werden dir einfach rettet. Du kannst eben zum Beispiel sagen, was weiß ich, ich nehme hier eine Prämie ein, kaufe bei 20% zurück. Sowas lohnt sich nicht bei Aktienoptionen. Ne? Das sind die zu billig. Also das ist der Aufwand, viele Optionen kaufen, Gebühren und so weiter, lohnt sich nicht. Aber bei Future-Optionen ist es eigentlich eine ziemlich tolle Sache, weil du hast eben hohe Prämien, paar hundert Dollar, da spielen auch die Gebühren jetzt nicht ganz so sehr die Rolle. Und dann kannst du viele dieser Dinger wirklich laufen lassen. Du wirst das merken, dadurch, dass eben hier die von mir aus eine 20er ist, die eine 10er Delta und die von mir aus nochmal 5er Delta ist oder so, dass die hier hinten, wenn mal eine schnelle Bewegung kommt, die springen die ja kaum an. So, das heißt, die machen gar nicht so viel. Und die hier, die werden von denen recht gut abgedeckt. Und deswegen ist das eigentlich eine recht schöne Sache. Auch hier muss man sagen, es ist nicht risikofrei. Ne? Risikofreies Geschäft gibt es nicht, weil du hast theoretisch unbegrenzten Verlust. Weil wenn er eben hier über die 97 geht, dann geht es eben dann deutlich ins Minus. Aber du kannst das eben recht gut handeln, solche Sachen. Also das heißt, du kannst ein bisschen ruhiger handeln. Deswegen guckt euch das mal an. Ich glaube, für Future-Optionshändler ist das eine ganz interessante Sache. Und gerade wer jetzt, wir haben jetzt so Anfang Ende September, Anfang Oktober, wer jetzt zum Beispiel sagt, okay, auf der Put-Seite, ich gucke mir das jetzt an, mal angenommen im S&P, ne? Also wenn ihr jetzt nicht erwartet, dass der Preis jetzt hier, was weiß ich, auf 1500 fällt, so, dann kannst du wirklich mit weit aus dem Geld liegenden Optionen etliches machen und wirst eine ganz gute Prämie bekommen. Und wenn es runterläuft, könntest du immer noch sagen, okay, wenn er halt hier reinläuft, ne, dann verdiene ich sogar noch ein bisschen mehr. Wer also ein entsprechendes Konto hat, wie gesagt, das ist nichts für Optionshandel für kleine Konten, sondern eher, wer ein bisschen größeres Konto hat, dann ist das eine ganz schöne Strategie, die man mal mitmachen kann. Also das mache auch ich ab und zu mal, gerade wenn so spezielle Situationen sind. Okay, wir machen demnächst noch ein paar weitere Strategievideos. Also es gibt ja noch schöne Sachen. Wir haben noch gar nicht über Butterflies gesprochen. Wir machen noch ein bisschen was über synthetische Sachen, über Risk Reversals und so weiter und so fort. Alles demnächst hier auf dem Kanal. Wenn ihr Fragen zu speziellen Strategien habt, schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal und ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.